man sagt, wenn man stirbt, dass die Seele so nach oben schweift und man sich plötzlich von außen sieht. Ich habe halt eine technische Version davon gebaut. Dieser Apparat verändert die Sicht und gibt einem eine Sicht von oben herab, die man gewöhnt ist aus Computerspielen. Ich bin sehr gespannt und auch beängstigt, aber auch euphorisch, was die neuen Medien bringen. Wir befinden uns gerade in Berlin und treffen uns mit dem jungen Berliner Künstler Julius von Bismarck, der mit Retrotechnik unsere Zukunft gestalten wird. Das hier ist das Institut für Raumexperimente. Ja, das ist Teil der UdK. Ich hatte aber schon immer so eine zweigleisige Sache zwischen Kunst und Wissenschaft. Ich konnte mich da nie so richtig entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Und jetzt habe ich hier eigentlich einen ganz guten Ort gefunden, wo ich in beide Richtungen auf einmal gehen kann. Ich probiere mich halt da auch auf ältere Sachen zu beziehen. Und oft ist da noch ganz viel Potenzial in vermeintlichen toten Techniken, die schon keinen mehr interessieren. So probiere ich halt kreativ damit umzugehen und Sachen zu erfinden, die es halt noch nicht gibt. Ich benutze oft Kamera-Equipment für meine Arbeiten. Erstens, weil man es sehr vielfältig hacken kann und umbauen kann. Und zweitens gibt es halt unendlich viel gebrauchte Kameras überall für sehr wenig Geld. Der Fulgurator, dafür bist du ja bekannt. Das ist dieses Gerät? Genau, also ich habe davon mehrere Versionen, aber das ist die, die ich normalerweise benutze. Sieht ein bisschen unscheinbar aus, soll es auch. Die erste Version sah aus wie eine Waffe. Diese Version soll eben so aussehen wie eine Pressekamera, damit ich damit auf Pressekonferenzen nicht auffalle. Er nimmt keine Fotos, er macht das Gegenteil. Er projiziert eingefrorene Augenblicke zurück in die Welt. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass ich mit dieser Technik Fotos von anderen manipulieren kann. Ja, ich habe nach einem Motiv gesucht, also wo wirklich das Porträtformat genutzt wird, um eine Person wichtig zu machen. Und das größte Porträt, auch mit dem größten Rahmen, ist das von Mao am Platz des Himmlischen Friedens. Und Margrit, von dem stammt die Taube, die auch vor Ort ein Symbol für Frieden ist. Und ich wollte dann gucken, wie die Leute reagieren, wenn sie plötzlich eine Taube davor haben. Der Apparat ist eine Art Angriff auf die Fotografie generell. Die Fotografie immer mehr als Realität benutzt wird. Das heißt, der Tourist macht seine Fotos, um sich zu erinnern. Die Pressebilder werden benutzt, um Wahrheit zu transportieren. Dadurch, dass ich mit diesem Apparat die Fotos manipulieren kann, kann ich damit diese geschaffene Realität auch manipulieren. Das heißt, ich kann damit die Wirklichkeit verändern. Ja, also als erste große Aktion habe ich beim Besuch von Obama in Berlin. Hier ist eine minimale Manipulation, die aber sehr viel offensichtlicher macht, dass es sich hier um ein religiöses Motiv handelt. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt, weil ich Angst hatte, dass diese Technik irgendwie auch negativ genutzt wird. Ich krieg andauernd Anfragen von Werbeagenturen, die mir viel Geld bieten dafür, dass sie es für Werbung verwenden können. Da ich aber von der Grundmotivation her die Arbeit genau aus dem gegenteiligen Interesse rausgemacht habe, kann ich die jetzt nicht für Werbung irgendwie vermieten. Das sind oft Orte, die mich inspirieren. Halt spirituelle Orte wie der hier, wo vielleicht wenig Ablenkung ist. Auch gerade irgendwelche leeren, großen Hallen, finde ich, die befreien den Geist und da kommen die Ideen von selbst schon hoch. Das hier ist das Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das ist ein Reaktor, der auf einer Kamera basiert, wie man sieht. Und der bewegt sich immer genau so, wie der Kameramann sich bewegt hat, der den Film aufgenommen hat, der gerade projiziert wird. Und so wird der Film, der aufgenommen wurde, zurück in den Raum projiziert. Aus einem zeitbasierten Film wird wieder ein Raum kreiert. Wie hattest du dir als Kind die Zukunft vorgestellt? Ja, 2010 stellt man sich natürlich total futuristisch vor. Aber ich glaube, es ist auch total futuristisch. Nur man merkt es nicht, wenn man schon dran gewöhnt ist. Gibt es Dinge, auf die du gehofft hattest, die es jetzt nicht gibt? Fliegende Autos. Ich glaube, da war ich wie die meisten Kinder. Macht dir die Zukunft auch Angst? Ja klar, die macht mir
große Angst. Alle Technik, die erfunden wird, muss auch hinterfragt werden. Für mich ist eine Erfindung gleichzeitig auch ein politisches Statement. Wenn ich eine Maschine baue, die in der Lage ist, die Welt zu verändern, dann muss ich als Erfinder auch dahinter stehen. Demnach ist jeder Techniker, jeder Ingenieur, auch ein Politiker, auch jemand, der verantwortlich ist für unsere Zukunft.